Und herzlich willkommen zur zweiten Folge Kerbal Space Program. Da sind wir mit unserer Rakete, die wir in der letzten Folge noch gebaut haben. Das ist die Sphäre 2. Und oder Sphäre? Naja. Auf jeden Fall machen wir das SAS rein. Geben Power. Gucken. Ich habe das jetzt ein bisschen leiser gestellt. Wir stellen es noch leiser. Das geht kaum noch leiser. Ja, es tut mir leid mit der Auflösung, aber ich kriege es momentan noch nicht hin. Vielleicht kriege ich das in den nächsten Folgen hin, aber... Ja, oh, da läuft was schief, da läuft was schief, Leute, da läuft was schief. Da läuft ganz gehörig was schief. Das SAS kann die Rakete nicht so ganz gerade halten. Probieren es auf jeden Fall nochmal, weil die werden ja bald leer sein. Hoffe ich mal, dass es gleich leer ist, weil dann könnten wir noch die Chance haben, die Rakete zu retten. Jebediah, bitte. Rette die Rakete. Okay, okay, okay. Gleich geht's weiter, gleich geht's weiter, gleich geht's weiter. Okay, wir werden die jetzt jeden Moment absprengen. Sobald die leer sein, müssen die ab. Jetzt ab. Triebwerk. So. Okay, man kann das nicht steuern. Das ist gerade zwecklos. Werden wir jetzt hier das runterfahren. Und wir werden jetzt manuell von hier aus, von da aus abkappeln. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Und dann machen wir das SAS schön aus. Machen wir hier einfach mal ein Mystery Goo. Und wir kriegen 7 Science-Punkte. Machen wir hier nochmal ein Mystery Goo. Und wir kriegen wieder 7 Science-Punkte. Dann machen wir nochmal schön einen Crew-Report mit 3,5. Und dann können wir jetzt schon wieder vielleicht sogar noch eine Wasserprobe nehmen. Was ziemlich cool wäre, wenn wir das hinbekommen würden. Ich sehe da hinten wie so eine kleine Basis. Das ist ganz lustig. Wenn jemand das Spiel kennt, kann er mir mal bitte schreiben, ob da eine Basis drauf ist oder so. Ja, heute unser Ziel, vielleicht sogar schon den Orbit hinzubekommen. Auf jeden Fall Science-Punkte zu machen. Und ich habe mir überlegt, wie wäre es denn, wenn wir uns so einen kleinen Hopper bauen würden? Wenn wir. Weil hier, das hat ja verschiedene Biome. Kevin, da hinten sind zum Beispiel Berge. Und die würde ich gerne farmen. Das heißt, das würde ziemlich viel bringen. Und. Weiß ich aber noch nicht. Der Fallschirm funktioniert. Perfekt. Wir werden jetzt auch gleich versuchen auszusteigen und dann. Wie, ey? So. Dann können wir nämlich hier eine Bodenprobe nehmen. 9. Und dann noch einen schönen EVA-Report und dann einfach Recover Vessel. So. Da haben wir gesehen, schon wieder 16 Science-Punkte. Da können wir leider noch nichts draus machen. Wir brauchen nämlich 45. Bei allem. Und mein Sinn wäre das dann wirklich hier weiterzumachen. Aber wir werden jetzt was probieren. Und zwar, wie wir gerade gesehen haben, hat das jetzt nicht so gut funktioniert, wie wir uns erwünscht haben. Das heißt, wir werden das Triebwerk jetzt noch dazu stecken. Und wir werden das jetzt mal probieren mit dem Mesh-Jab, ob uns dann der Strom reicht. Weil Mesh, wenn Engines laufen, wird Strom nicht verbraucht. So, da ist der Mesh-Jab. Wir sehen hier auch gleich ein neues Fenster, dazu später. Und das ist jetzt schon die dritte Version der Sphäre. Zwar vom Bau her fast das gleiche, aber nur fast. Die technischen Sachen sind geändert und ja, hier sehen wir den Mesh-Jab rot blinken. Und das kann man auch verstehen, warum der rot blinkt, zumindest später, weil er ausgeschaltet ist. Wir können, glaube ich, später dann auch ausschalten komplett. Egal. Ja, wir können hier auch einfach die Stromzufuhr irgendwie kappen, glaube ich. Gucken wir mal. Ja, geht. Aber das ist ja nicht unser Zweck. Wir wollen den ja benutzen. Hier Control und Rename. Und ja, wir sehen hier Mesh-Jab. Also das Fenster tue ich mal gerade weg. Hier öffnet sich ein riesiges Fenster. So, hier haben wir einfach unsere Info von... Ja, also...
Wir brauchen das hier. Und zwar, das will, würde uns im Prinzip einen stabilen Orbit beschaffen. Das habe ich soweit eingestellt. Das machen wir später noch. Und das wird auch funktionieren. Aber mit dem Schiff nicht. Das heißt, wir werden vielleicht nicht ganz so hoch kommen. Aber probieren können wir es. Und los geht's. Diesmal mit mehr Triebwerken, die am Berg sind, wie man bestimmt jetzt schon merkt. Denn die Rakete geht diesmal schnurstracks nach oben. Und wir steuern jetzt gerade gar nichts. Also ich steuere hier gerade wirklich null. Das macht alles hier der Autopilot. Ihr seht auch, SAS ist aus. Das macht er alles von Hand. So, ich habe eingestellt, dass wir aus dem Orbit mit 18 Grad gehen. Wir können das jetzt noch steiler einstellen oder nicht so steil, aber ich bin dafür, dass wir das so lassen. Und so, jetzt gucken wir mal, unten ist das Space Center. Triebwerk produziert uns jetzt Strom. So, die werfen wir ab. Das bringt uns natürlich hier für den hier ganz schön viel, weil der ist jetzt viel gelenkiger und wird jetzt uns auch besser nach oben bringen, wenn da jetzt nichts schief läuft. Manchmal läuft da nämlich auch was schief, aber selten wirklich. Der wackelt jetzt ein bisschen und die da werden da einfach unten zerschellen, wie sie es auch gerade getan haben. Ja, wir sind jetzt schon auf 20.000 Meter und wir haben noch gut Fuel dabei. Da oben das Triebwerk wird uns auch noch hochbringen können. So, jetzt sehen wir hier, unser höchster Punkt des Orbits wird jetzt gerade bei 30.000 sein. So, jetzt müssen wir das aber auf 100.000 kriegen, wie ich angegeben habe. Und ob wir das hinkriegen, na, wir wissen es halt nicht, ja. Und wir werden jetzt auch hier mal Limit angeben. Und zwar werde ich jetzt hier nämlich mindestens 50% reinnehmen, weil wir sind schon durch die Atmosphäre-Schichten durch. Können wir im Prinzip auch schon 40 angeben. Das würde auch schon was bringen. Ich meine nur die 4. So, jetzt haben wir 40%. Wir werden schneller. Und 40% des Schubs sind nicht so viel. Das heißt, wir haben weniger Treibstoffverbrauch. Und das würde uns auf jeden Fall schon mal helfen. Ja, hier sehen wir hier unsere Sperre Version 3. Ja, bei 50.000 sind wir jetzt gerade. Wir waren schon mal auf 200.000, ich weiß. Aber das hat hier gar nichts mit zu tun, weil wir möchten einen Kreis hier drum fliegen und dann wieder landen. Und dafür brauchen wir genügend Sprit und das wird ganz schön knapp, wenn wir nicht ein bisschen jetzt eingreifen. Das heißt, wir brauchen anscheinend nur noch 30% und wir werden trotzdem schneller. Ja. Sehen wir hier, die Rakete fliegt jetzt mit 30% des eigentlich vorgesehenen Schubs. Also 100% wäre eigentlich vorgesehen und es reicht trotzdem locker. Und ich kann da jetzt auch 20 einstellen und wir würden immer noch schneller werden. Also im All kann man auch mit 10% fliegen. Ich zeige es euch kurz. Nein, einfach nur 10% und wir werden schneller. Weil wir nicht mehr in einer Atmosphäre, beziehungsweise wir sind noch in einer Atmosphäre. Aber jetzt nicht so mehr tief drinne, wie wir das gerade merken. Das heißt, wir werden schneller und sinken nicht dabei. Aber ich finde dann, wir können es ja mal mit 15% ausprobieren, des angegebenen Schubes. Und probieren es jetzt einfach mal damit. Funktioniert eigentlich wunderbar bis jetzt. Wir haben jetzt hier 60. So, das funktioniert aber nicht ganz. Das heißt, wir gehen da jetzt wirklich wieder auf 20. Mindestens. Okay. 20 ist nicht so gut. Dann gehen wir jetzt wirklich auf 30% und gucken dann. Okay, nein. 30% wollte ich, nicht 300. Auch sondern aufpassen. Wir sinken hier anscheinend gerade noch. Aber wir werden jetzt wieder schneller. Also wir steigen noch, aber es wurde deutlich niedriger. Wir müssen wenigstens da jetzt rauskommen. Das heißt, wir gehen auf 40%, haben dann fast wieder 50% vom Schub und können dann wirklich jetzt raus beschleunigen, um den Orbit hinzubekommen. Aber
So wie das jetzt gerade für mich aussieht, würden wir das sogar packen. Ich warte noch kurz ab, weil wir brauchen Schub, um zurückzukommen. Und ja, es kann klappen, Leute. Mit viel, viel Glück. Und ich weiß nicht, wo unser Schiff ist. Habe ich irgendeine komische Kamera? Ach, da ist es. Ja, tatsächlich. So wie es aussieht, packen wir das sogar. Zwar noch nicht ganz, aber der wird jetzt selber sich Marken setzen. Wo er jetzt, der berechnet das jetzt gerade. Ja. Und jetzt hat er es berechnet. Also hier gibt er dann nochmal Gas. Und er wird jetzt auch gleich warpen. Das sehen wir gleich. Wenn er auf Kurs ist, jetzt warpt er vor. Jetzt sehen wir, wie schnell wir uns bewegen. Hier ungefähr wird er wieder aufhören und dann Gas geben. Wir müssen hier wirklich drauf achten, weil wir müssen dann noch genügend Treibstoff, um runterzukommen haben. Zwar nicht so viel, aber man kann schon einiges da verbrauchen. Jetzt sollte er gleich wieder Gas geben. Genau, jetzt gibt er Gas. Bis hier, ganz wenig jetzt nur noch. Und jetzt seht ihr hier, ganz wenig. Und wir haben einen Orbit. Ja, wunderschön, oder? Wunderschön. Und der da darf sich ausschalten, beziehungsweise ist er ausgeschaltet. Und dem cutten wir jetzt auch wirklich die Electric Charge, weil wir den jetzt nicht mehr brauchen. Ist so, und der wird sich jetzt auch rot umschalten, genau. Dann machen wir hier ein Mystery Goo. Okay, das ist ganz wenig. Dann lassen wir das. Dann nehmen wir hier einfach mal einen EVA Report auf. Und dann machen wir hier noch einen Crew Report. Ne? Ah, Crew Report gibt's nicht hier, weil wir schon so hoch waren. Das heißt, wir müssen weitere Ziele entdecken und bei der Landung können wir das sehr gut. Wir warten jetzt nämlich eine Runde sozusagen. Wir müssen aber hier echt auf dem Electric Charge aufpassen, weil die brauchen wir. So, hier haben wir die Perioapsis. Die ist also niedriger als die Apoapsis. Das ist aber sozusagen egal. Und da wir hier nicht landen wollen, beziehungsweise hätten wir da schon landen können, aber hier ist unser Space Center. Und auf der anderen Seite viel besser wäre zu landen, bremsen wir dann doch hier. Was dann hier unter uns ist, anscheinend eine Wüste, was auch ganz cool wäre, aber da kommen wir nicht mal rechtzeitig hin. Da will ich ja ungefähr bremsen. Und von daher. So, hier. Upp, SAS. Okay. So, jetzt warten wir, bis wir in dem Punkt sind. Alles klar. Und jetzt verkleinern wir den Orbit. Wirklich nicht viel. Jetzt sehen wir hier schon, zack, ist er weg. Reicht schon für unsere Verhältnisse. Und ja, wir werden dann landen mit dem Ding. Das heißt allerdings auch, wir brauchen das Triebwerk nicht mehr. So, jetzt haben wir hier alles weggesprengt, was wir nicht mehr brauchen. Können wir auch das SAS wieder ausmachen. Genau jetzt. Jetzt sind wir hier, da ist die Antarktis oder so. Ja, jetzt sind wir falsch rum. So. So. Boah, das Ding ist ganz schön gelenkig. Ui, ui, ui. Nein. Das ist so schwierig damit. Okay. Perfekt. So. Noch perfekt. Wir werden jetzt hier nochmal probieren, ein Mystery Goo zu machen. Dann nehmen wir es einfach mit. Perfekt, 7 Punkte. Und dann nehmen wir hier einfach nochmal 7 Punkte mit. Man kann ja nicht schaden. Und jetzt werden wir einfach warten, bisschen vorspulen, bis wir runterkommen. Und ich hoffe ja wirklich noch, dass wir hier runterkommen. Sieht aber sehr schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber wir kommen da hinten runter. Und das ist auch gut. Von daher sehen wir hier irgendwo noch unseren Müll rumfliegen. Der wird jetzt auch irgendwann abstürzen hier hinten.
Vermutlich wäre er höher als wir, aber das ist eigentlich egal. Ich vermute jetzt mal, dass wir wirklich ja. Das ist jetzt doof, wir werden im Meer landen. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir da hinten landen. Wir werden sogar ziemlich im Meer landen. Unser Müll, wo ist der eigentlich gerade? Der fliegt über uns. Mit ziemlich schneller Geschwindigkeit. Da oben donnert er vorbei. So, jetzt haben wir hier schon. SRS machen wir jetzt auf jeden Fall aus. Weil er wird sich automatisch auf den Fallpunkt konzentrieren. Und ja, lösen wir jetzt einfach den Fallschirm aus. Wir werden sicher unten ankommen. Und das ist dann perfekt. Wir machen einfach mal per zweifachen Warp. Und die Mission war auf jeden Fall erfolgreich. Sehr erfolgreich sogar. Ich werde jetzt vielleicht zwei, drei Folgen aufnehmen. Dann warte ich erstmal ab. Bis heute Mittag und dann nehme ich nochmal auf. Ja. Dann sehen wir hier, da ist das Meer und wir kommen. Zack. Also wir sitzen, sozusagen. Haben wir noch ein Mystery Goo frei? Ah ne, haben wir nicht. Okay. Recover Vessel. Dann sollten wir jetzt, genau, wir haben gut Science-Punkte bekommen. Aber, was mir aufgefallen ist, wir haben da ja noch eins und das können wir einfach auch zurückholen. Von daher nehmen wir das auch mit. So, das hat auch Science-Punkte gehabt, seht ihr? So schnell geht's. Also wir können jetzt entweder das holen und das werde ich auch holen, weil hier sind das da dabei und die Batterien, die sehr wichtig für uns sind. So. Und dann sehen wir hier auch schon hier Solarpanels, aber 90 Science-Punkte. Und deswegen werden wir jetzt erstmal hier die Liste abarbeiten, von oben bis unten. Und dafür müssen wir jetzt erstmal wieder etwas Neues bauen. Und dafür werden wir mal ein bisschen nach oben gehen. So, hier haben wir unsere Fallschirme. Hier haben wir schon mal Batterien, das ist sehr praktisch. Und hier werden wir gleich mal so ein Versuchsobjekt da unten dranhängen. Wir werden diesmal eine ganz neue erstmal Rakete bauen. So. Und zwar müssen wir jetzt mal noch gleich gucken, wie wir das genau machen. Aber die Experimente müssen sicher mit nach unten und das ist so ziemlich das Wichtigste für uns wegen den Science-Punkten. Ich muss mal gerade mein Headset-Kabel hier ein bisschen entwickeln, weil ich sonst nicht näher an meinen Schreibtisch dran komme. Ach. Mann, Mann, Mann. So, ja, Leute, ich habe mir ja, ich habe mir Watch Dogs vorbestellt. Ich muss nämlich gerade was gucken, kleinen Moment.
So. Ich habe mir gerade auch noch ein bisschen überlegt, wie wir diese Rakete jetzt gestalten können. Und bin auf eine Idee gekommen. Und zwar werden wir vielleicht einfach hier Radical Decoupler ran machen. Vier. Und da dann nochmal Triebwerk dran bauen. Aber das ist ja nicht die letzte Stufe. Das sind nur nochmal so kleine Booster für uns. Das heißt, jetzt kommt nämlich hier ein Triebwerk dran. So. Jetzt habe ich so ungefähr. Ja, sorry, dass ich gerade kaum geredet habe. Weil ich musste jetzt einfach mal nachdenken. Und zwar, wir haben hier einmal hier oben die Booster, die für ins Weltall sind. Und dann haben wir hier noch die Feststoffbooster zum Starten, die dann abgesprengt werden. Genauso wie die, die werden auch abgesprengt. Und hier werden wir versuchen, wohin zu kommen. Und ja, es ist eigentlich immer noch die Sperre. Aber das ist ein Sondermodell. Das ist die SMV1. Das heißt die Version 1 und die Version SM. So ist es halt, ne? Und was mir noch nicht so ganz passt, ist, dass das nicht übereinstimmt mit dem unten. Das heißt, ich werde jetzt mal genauestens gucken. Sollte ungefähr so hinkommen. Und dann werden wir hier noch so Ringlets dran machen. Und hier oben nehme ich auch noch. Beziehungsweise hier unten dann noch. So. Perfekt. Und so. Ist da vielleicht auch. Ah. Wunderschön. So. Jetzt haben wir das. Und wo es damit hingeht,
sehen wir wie immer in der nächsten Pause, Folge. Und ich würde dann mal sagen, dass wir dann für heute Schluss machen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.